Moin, YouTube. Island mit dem Expeditionsmobil. Ich versuche eine ganze Videostaffel draus zu machen. Es ist Anfang Juni. Ich habe mir ein paar Monate Zeit verschafft und fahre jetzt für 3 Monate nach Island. Im Moment stehe ich ganz im Norden von Dänemark in Hirtshals. Das ist sozusagen da hinten runter. Da fährt morgen die Fähre um 12 ungefähr. Hinter mir ist das Atlantikwall Bunkermuseum, also die ganze Küste von Dänemark hier war früher mit Wehrmachtsbunkern zugepflastert, die gibt es jetzt immer noch. Sieht nicht so besonders schön aus, aber das Ding ist ziemlich beeindruckend und wenn ich schon mal da bin, gucke ich es mir an. Ja, ein Bunker. Außer Beton und viel Schall ist hier ehrlich gesagt nicht zu sehen. Die Aussicht ist allerdings großartig, oder? Den da hinter mir kommt man jetzt nicht rein, das ist der Feuerleitstellenbunker. Da haben sie die Windrichtung gemessen und das Ziel bestimmt, da hat der Sand die Eingänge schon zugeschüttet. Munitionsbunker. Ganz schönes Gewirr hier. Hat man noch echte Schwierigkeiten, wieder rauszukommen aus diesen ganzen Laufgräben und Bunkern. Wahnsinn. Kajul Camping in Hirtshals. Warum stelle ich mich jetzt hier hin? Der Ort ist stark belastet durch die ganzen Camper, die hier auf die Fähren fahren. Und die stehen dann alle illegal im Wald. Ein Local hat mir erzählt, dass man da vorne in Kajul am Strand auch akzeptiert übernachten könne. Hatte ich jetzt aber nicht so richtig nervt, das noch auszuprobieren. Hier hat es ein WLAN. Man kann hier ein bisschen Körperpflege machen. Ich lasse morgen früh noch das Grauwasser ab und dann geht es morgen auf die Fähre. Gibt es eigentlich einen Plan? Was treibt man 3 Monate auf Island? Also ja, einen Plan gibt es. Einmal die Ringstraße hier rum, sind 1300 Kilometer, aber wie man sieht, kürzt es schon extrem viel ab. Da sind die Nordwestfjorde noch nicht dabei. Und da oben wird auch viel ausgelassen. Also ich schätze mal, wenn man das jetzt alles abkurft, sind so 2500 Kilometer, kann man sich ausrechnen, in 3 Monaten ist man schon einigermaßen beschäftigt. Und dann war man noch nicht im Inland. Also mein Plan ist jetzt tatsächlich im Uhrzeigersinn hier lang zu fahren, im Juni mal spätestens bis Reykjavik zu kommen, weil dann im Juli und August kommen sehr, sehr viele Urlauber. Die treiben sich alle da unten rum und dann ist da oben ein bisschen Platz. Und wenn ich dann einmal rum bin, dann fahre ich hier noch kreuz und quer durch. Aha! Ja, nicht schlecht, kann man aushalten. Auf Römö haben wir welche getroffen, auch mit so einem Allradlaster. Und die haben uns erzählt, dass sie hier von Hirtshals aus so um die 30 Kilometer hier am Strand lang gefahren sind. Das geht wohl mit einem gescheiten Allradfahrzeug und ist legal. Die Challenge ist mehr, dass man eine Stelle findet, wo man wieder zurück aufs Straßensystem kommt, ohne dass man das alles wieder zurückfährt. So, nochmal final Diesel auffüllen. Deutschland 1,50, Dänemark 1,60, Island 2. Dann machen wir nochmal ein bisschen voll. Gehen wir mal noch ein bisschen dicke Dinger gucken. So richtig viele hat es hier nicht. Außer der Rundhauber hier, der ist relativ cool. Sieht nach erster Reise aus. Kein Kratzer dran. Ich glaube ja, das Ding entlädt hinten. Das heißt, wir sind jetzt die Letzten, die reinfahren. Sind wir vielleicht die Ersten, die rauskommen. Thank you.
So, da steht er, der Dicke. Jetzt ist noch die Frage, wie komme ich zur Kabine? Und welche? Ah, hier hole ich. Dann schauen wir mal. Jo. Schon okay. Also ich meine, ich wohne allein hier. Könnte man schlechter hausen. Zwei auf See ist reichlich langweilig. Man schnackt so ein bisschen mit den Leuten, die man am Fähranleger getroffen hat. Das sind ganz interessante Geschichten dabei, aber allzu viele kennt man da logischerweise noch nicht. Das Schiff schwankt ziemlich, also duschen hier bei dem Seegang ist eine Challenge. Wie man sieht, ist ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft. Naja, nicht ganz. Also da an dem Zipfel sind wir gestartet. Das sind die Shetland-Inseln. Im Laufe des Tages kommen wir da auf die Färöer und morgen früh um die Zeit ist schon ausladen. Ich freue mich drauf. Ich gehe zum Frühstück. Mahlzeit. Das funktioniert so, dass man sich hier mit seinem Bordausweis an der Theke meldet. Dann gibt es ein Tablett und einen Teller. Und dann kann man sich auftun, so oft und so viel man will, bis man also entweder vom Bordarzt weggebracht wird oder von der Verdauung gerufen wird. Ist ja allgemein bekannt, dass man Island nicht sicher bereisen kann, wenn man kein Bärenfell zur Hand hat. Deswegen kann man das im Duty-Free-Shop erwerben. Alkohol hat es natürlich auch. Ich habe mich da gleich mal bei den Bierpreisen schlau gemacht. Das ist allerdings dermaßen teuer, dass man das eher als Sprühfläschchen im Flakon auf die Zunge sprüht, statt dass man es trinkt. Ansonsten ist das Schiff sehr gemütlich ausgestattet. Es hat jede Menge Sitzecken und eine Bibliothek, in der manchmal ein Künstler auftritt oder Vorträge laufen. Zur sportlichen Betätigung wird das Treppenhaus empfohlen. Deck 5 bis 9 sind freigeschaltet. Der schönste Raum auf dem Schiff ist das Aquarium oder die Panorama-Lounge. Und da liegen dann nachher die komatösen Gäste und schlafen ihr Fresskoma aus. Hochsommer auf den Färöern, Wintermütze. Das Anlegemanöver hier ist wohl ziemlich speziell, habe ich gesehen. Da dreht der Kapitän auf einer Postkarte. Ich mache mal einen Zeitraffer an. Ich glaube, das wird interessant. Der hat's drauf. Also das Schiff ist 4 Meter kürzer, als der Hafen lang ist. Das ist abartig. Total cool. Und hübsch ist es hier. Moinsen, wie man sieht, sind wir kurz vorm Ziel. Ich muss jetzt in 10 Minuten die Kabine verlassen. Hier wird gereinigt. Draußen sind sie schon wild am Aufräumen. Gefrühstückt ist auch schon und so in einer Stunde ist Anlegen. Blöd ist jetzt, dass man halt eine Stunde lang im Flur draußen rumsitzt. Aber klar, wir müssen die Kabinen sauber machen. Wir sehen uns auf dem Fahrzeugdeck. So, da ist er. Ausladen wird noch dauern. Die Klappe ist zwar auf da hinten, die haben aber die Autos noch fixiert zum Teil. Also ich schätze mal schon noch 20 Minuten. Der Zoll wollte wissen, wie lange ich bleibe, sage ich 3 Monate. Das steht mir wahrscheinlich eine Hausdurchsuchung bevor. Aber ich bin ja im Bereich von diesen 10 Kilo, die erlaubt sind an Lebensmitteln. So, die Zöllner mögen es ja nicht, wenn man gefilmt wird. Der da hinter mir, die dicken Dinger werden alle durchsucht und der hat zu viel Alkohol und Lebensmittel dabei. Der muss jetzt nachts sein. Läuft, auf geht's. Juhu! Something to read. Thanks a lot. Temperaturen sind es hier, das hältst du nicht aus. Das ist ja richtig, richtig.
Das ist der höchste Straßenpass auf Island, den man zumindest auf Asphalt fahren kann. Er ist fast 700 Meter hoch. Das ist eine ziemlich wichtige Straße, weil die ganzen LKWs kommen da mit der Fähre an. Und die ganzen Lebensmittel und Waren werden hier drüber transportiert. Und die Straße ist ziemlich häufig gesperrt. Wegen Schnee, wie man sieht, Anfang Juni liegt hier nochmal ganz ordentlich. Und die diskutieren wohl seit 20 Jahren, ob sie hier einen Tunnel drunter bauen. Konnten sich aber dann nicht entscheiden. So, Eklistadir ist erreicht. Das ist die letzte größte Stadt und auch so ein bisschen das Handelszentrum hier. 2000 Einwohner, zwei Supermärkte, ein paar Läden, einige Tankstellen. Ich mache jetzt hier einen Großeinkauf. Wie gesagt, man darf hier nur 10 Kilo mitnehmen, also mein Kühlschrank ist praktisch leer. Und dann kaufe ich mir noch Vodafone, dann geht es hier auf den Zeltplatz, Wäsche waschen und so weiter. Ich bin ja schließlich nicht im Urlaub. Aber das gibt's alles im nächsten Video. Bis dann. Kanal abonnieren, Like, Glöckchen etc. etc. Tschüss.